Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Ich habe mich in meinem Garten eingefunden, weil es heute Tag der Ernte, könnte man sagen. Ich soll ein bisschen was für zu Hause mitnehmen und da dachte ich, nehme ich euch mit. Außerdem bin ich jetzt das erste Mal im Garten nach diesen ganzen Unwettern, wobei ich sagen muss, hier ist das Ganze sehr milde ausgefallen und ja, ich denke, das sieht andererorts in Deutschland ein bisschen anders aus. Also jeder, der betroffen ist, ich bin in Gedanken bei euch. Ist bestimmt nicht einfach. Jetzt für einen Moment hoffe ich aber schon, dass das ein bisschen besser geworden ist und Scherben sich beseitigen lassen. Na, hier fängt es an zu knacken. Ich muss ein bisschen aufpassen. Die Bank habe ich ja ganz am Anfang mal gebaut, auch mal ein Video dazu gemacht. Nicht wirklich, wie ich das gebaut habe, aber so ein bisschen erzählt und gezeigt und so ein paar Schritten. Und mit dem Sven war ich dabei. Bis das Ganze nachher stabil war, gab es auf jeden Fall ein paar Schritte. Eins meiner ersten Sachen, die ich hier gemacht habe und so mit Holzsachen bauen oder so. Ich hatte vorher die Betreuung im Bikepark. Das ist wirklich Luftlinie von hier ein paar hundert Meter. Da ist so das erste Mal gewesen, dass ich so selbstständig irgendwie was richtig gebaut habe mit Sägen, mit Schrauben, mit was weiß ich. Und ja, dann hat das hier reingefunden. Das ist, wie gesagt, eines der ersten Sachen, wo ich bei war. Ja, ich habe erzählt, ich will ernten gehen. Das werden ganz verschiedene Sachen sein. Ich werde mich vom Garten inspirieren lassen. Ich war 2 Tage nicht da und habe schon wieder so viele neue Sachen entdeckt. Auch die ersten Tomaten, auch beachtliche Größe schon. Also echt spannend, wie schnell das geht. Und ja, das werde ich gleich machen. Kurz möchte ich nochmal hier drauf zu sprechen kommen. Und zwar habe ich hier ein, das müssten 5 Liter sein. Ihr könnt das ja so vom Verhältnis, ich bin ein großer Mensch, fast 2 Meter. So ein bisschen im Verhältnis sehen, also es ist so ein großes Glas. Und zwar möchte ich damit noch ein Thema ansprechen, was auf jeden Fall kommen wird. Entweder als Einzelvideo oder integriert in meinen Gartenrundgängen oder wie auch immer. Also irgendwo integriert. Das gefällt mir auch vom Gedanken her besser, weil Videos gibt es zu vielen schon. Es geht um Bokashi ohne Plastik, womit ich das mache. Jetzt eine Weile habe schleifen lassen, aber es ist eine mega gute Sache und ich habe mir vorgenommen, im Garten mit irgendwelchen Resten hier Bokashi aufzubauen bzw. Bokashi zu machen und das Ganze ohne Plastik und ja, total einfach, wirklich total einfach, kann man ja was herstellen, mit dem man nachher düngen kann und was dann so an Material in die Beete findet, da freuen sich die Würmer. Ich habe das mal am Grassoden-Hochbeet, an dem Quecke-Hochbeet gemacht. Da einmal verteilt und kam 10 Minuten später wieder, war alles voll Würmer, die sich da alles geholt haben. Die haben da richtig Bock drauf und ein besseres Signal gibt es da doch nicht. Aber das ist ein andermal dran, wann auch immer. Ich kann mich da nicht festlegen. Eins nach dem anderen. So, zurück zum Thema Ernten gehen. Ich habe jetzt da vorne 2 Sachen hingestellt, einen großen Korb, den hatte ich erst und dann fiel mir noch ein, dass ich da so einen schönen alten Erdbeerkorb habe, wenn man das so sagen kann. Also ich kenne das so von den Erdbeeren früher. Und ja, den werde ich mir als erstes schnappen. Ich hoffe, der reicht. Es war auf jeden Fall ein großer Salat mit. Und ja, andere Sachen habe ich gesehen. Einfach mal gucken. Erbsen sind auch jede Menge fertig. Und gut, das nimmt jetzt nicht so viel Platz weg, ich weiß. Aber es wird sich nachher irgendwie läppern, denke ich. Wildkräuter werden dabei sein. Und davon gibt es bei mir jede Menge im Angebot. Also wirklich. Und jeder, der sagt, hier, warum nimmst du nicht das mit und das mit und das mit? Ich gehe heute frei Schnauze für das, was zu Hause so gebraucht wird und ja, diese Ergänzung ist im Moment auch sehr, sehr wichtig, ja, um über die Runden zu kommen. Ja, heute werde ich ernten für 2 Personen und zwar eigentlich für den Rest der Woche so ein paar Sachen. Heute schon ein bisschen was ausgedacht, was wir warm essen wollen, aber jetzt ja, ist das auf jeden Fall ein Geschichtchen. Einfach los, einpacken, so rohköstlich wie möglich. Ich habe euch ja gesagt, mir geht es am besten, je rohköstlicher ich mich ernähre, das merke ich am Körper, meine Allergien gehen weg, aber komplett. Also die hören auf, da kommt nichts mehr. Also wenn ich so richtig in Rohkost drin bin. Ach, ich könnte euch noch mehr aufzählen. Auf jeden Fall gibt das ein gutes Gefühl für den Körper. Und das sind meine persönlichen Erfahrungen, kann ich an euch weitergeben als Tipp. Versucht das mal. Immer wenn man Essen kocht, etwas hat, eine gute Zutat aus dem Garten, frisch geerntet, und man das dann zerkocht oder kocht, dann gehen super viele Inhaltsstoffe verloren. Das ist halt auch der Punkt dabei. Das heißt nicht, dass ich das nicht auch mache, ne? Ich bin jetzt keiner absolute Verfechter von Rohkost in diesem Sinne. Ich will niemandem was aufzwingen. Bitte fühlt euch da frei. Wenn euch das nicht interessiert, lasst es sein.
Ja, vielleicht wollt ihr auch nur ein paar Minuten genießen mit mir im Garten. Ich schnapp mir jetzt das Ding und los geht's. So. So, hier sehe ich noch jede Menge. Übrigens, da sind Tomaten dran. Kommt dann wahrscheinlich in einem Rundgang oder so wieder dran, oder wenn wir da gleich zufällig sein sollten. Ja, da fallen mir noch Radieschen an, die da nebenan drin stecken. So, und ich habe mich jetzt hier hingestellt, erstmal als erstes zum Zupfen. Erbsen. Davon habe ich gerade schon geredet. Und da haben wir jede Menge tolle Exemplare. Ich muss erstmal gucken. Also ganz viele dünne dran, aber schon welche, die richtig weit sind. Erntereif, richtig schön. Ja, hier geht das doch schon ab. So, hier sind auch noch dicke. Also hier sieht, so sieht das Geschichtchen aus. Das ist ja diese Sorte, die eigentlich für Microgreens gedacht war. Für zu Hause im Schälchen, wie auch immer man das dann macht. Und ja, ich hatte so eine Packung und zu Hause nicht wirklich den Antrieb für sowas, auch nicht den Raum. Und ich sag mal, die alten Gewohnheiten sind auch im Weg. Und ich mag das lieber direkt aus dem Beet, ab nach Hause dafür. Und dann kann man. Ja, oh, da habe ich das. Doch, alles gut. Mann, hier sind richtig viele dran. Schön. Lohnt sich ja richtig heute. So, guck mal an, das sieht richtig gut aus. Den nehmen wir so ab. Guck mal, ich fasse oben an. Für alle, die irgendwie ernten wollen, klack, geht das komplett ab. Klappt nicht immer, aber immer besser ist dann auch eine Frage der Gewohnheit. Da haben wir noch welche. Den Rest würde ich sagen, den mache ich mal schnell alleine, sonst halten wir uns das ganze Video mit den Erbsen auf. Ja, und wir hüpfen gleich zum nächsten Beet. Hui, nimmt der richtig was? Eine Pflanze, bestimmt 10 Stück. Schon fertig. Für sie was, das reicht. So, gut. Oder sehe ich noch was? Da sind noch zwei. So, und weiter geht's. Einmal rüber zum Salat. Den haben wir nämlich einmal hier drin. Und ja, den muss ich euch erstmal zeigen. So, und der ist einmal hier drin, damit ich ein bisschen besser rankomme. Jetzt einmal hier lang. Den will der Flo haben und noch ein bisschen in die Blüte schießen lassen. Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht mit einem anderen Salat gerade. Pflücksalat. Na, wer sitzt hier denn drin? Ne, ist nur Dreck. Also der ist heute für zu Hause. Ist jetzt auch nicht so der Riese, aber. Oh. Das gibt, sehe ich, der Dreck. Salat wird ja sowieso gewaschen. Ja, damit kann ich trotzdem zufrieden sein. Sehr gut. Den nehme ich mit. Der kommt einmal hier rein. Übrigens, das ist jetzt so die Ausbeute von Kraut. Ich hätte bestimmt noch mehr gefunden, aber es ist jetzt nicht so wichtig, so viel zu haben. Dann haben wir hier die rote Gartenmelde. Nochmal durchstiefeln. Richtig tolle große Blätter. Übrigens, von unten sehen die toll aus. Guck mal diese Farbe an. Richtig schön. Sieht aus wie ein Herz. So, weiter geht's. Einmal der. Einmal der, upsie. So, und wir verarbeiten auch diese Sachen. Und zwar, wenn mal was angeknabbert ist oder mit Loch. So, das stört gar nicht, ist genauso essen. So, jetzt wollen wir hier nochmal ein bisschen weiter gucken. Der zweite ist für Flo. Übrigens, by the way, denkt an die Insektentränken. Also nicht nur Blühwiese anlegen, auch Insektentränken, sonst verdursten euch die Tiere. Ganz, ganz wichtig. Ups, jetzt stolper ich hier schon drüber. So, da sehe ich noch keine Sachen. Ach, hier Mangold können wir gleich mitnehmen. So, jetzt ein bisschen Schattenspiel, wenn die Sonne wieder kommt. Aber hier werde ich ein paar mitnehmen. Oh, geht nicht ganz so leicht. Ich glaube, da bräuchte ich mal so ein Schneidding für. Aber eigentlich geht das immer irgendwie mit den Fingernägeln. So. Hier ist ein großes Blatt. Ja, das ist nicht optimal. Also ich würde, glaube ich, beim nächsten Mal diese kleine Schere mitnehmen, die ich für die Tomaten habe zum Ausgeizen etc. Jo, da vorne noch. Da wollen wir nochmal hinstiefeln. So, noch mehr. So,
Das reicht dann auch. Soll ein bunter Mix werden. So, sehen wir hier noch was, was mit kann. Hier, Grünkohl, richtig gut. Ja, wollen wir jetzt nicht mit haben, ist ein bisschen kräftig. Ja, hier so eine Blüte geschossen, da wollte ich eigentlich noch was draus ziehen. Ja, so sieht das hier derweil aus. Jetzt gucke ich mal ein bisschen rum, erst bevor ich weitergehe von hier. Oh, der zweite Fenchel hat sich auch aufgetan. Wow, richtig gut. Wow, hätte ich nicht gedacht. Richtig schön. Da hat sich auch mega viel getan. Das kommt dann wann anders wieder. Habt ihr vielleicht schon im letzten Video gesehen. Ja, so sieht es derweil. Also hier könnt ihr auch Blüten und so mitnehmen. Gibt es ganz viel zu futtern. Mann, ist das schön. Ach, herrlich. Hier gäbe es was. Hier habe ich übrigens noch zwei Kohlrabis drin. Drei. Da unten. Ne, kann irgendwo zwischen die Tomaten oder sonst wo. Mal gucken, wo das Platz findet. So. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen fangen und konzentrieren. Borretsch ist unwichtig. Oh, Zitronenverbene können wir mit haben für einen Drink. Oh, das wird wahrscheinlich schwierig, das abzuknappen. Jetzt hat sich gerade ein Tier in meiner Hand verfangen. Das höre ich dann immer schön summen. Ja, nehme ich hier einen mit? Nee. Ich will ihn wachsen lassen. Oh, der Duft. Oh, so richtig zitronisch. Richtig schön. Ja, hier gibt es auch nichts. Macht aber nichts. Ich laufe jetzt einfach rum, so freie Schnauze. Ich kriege quasi irgendwie einen Gartenrundgang. Also mache ich das dann alleine auch. Ich tingle überall rum. Also hier die Geschichte wollte ich auch noch mitnehmen. Beifuß. Nee, ist heute nicht dran. Tee machen und so weiter. Hier sieht es derweil so aus. Auch mit einem schönen neuen Gerüst. Mehr zeige ich euch aber nicht. Soll ja auch ein bisschen spannend werden, das für den nächsten Mal ein. So, Minze, Minze, Minze. Brauchen wir Minze? Nee, brauchen wir nicht. Dann haben wir hier Radieschen, Pflanzen, Möhren etc. Und hier sind dicke Bohnen. Das geht schon los. Die kann ich ernten. Nehme ich mit. Oh, doch nicht. Die ist ein bisschen klein. Na egal. Einmal zum Reingucken zu Hause. Dann lasse ich die anderen mal in Ruhe. Da war ich zu forsch. Dann haben wir hier ja noch Kapuzinerkresse. Die Blätter kann man essen. Die sind jetzt gerade nicht so stark grün, aber das wird trotzdem schmecken. Sehr spezieller Geschmack. Auch total überraschend, ging so ein bisschen in, oh Gott, wie haben wir das benannt? Flo und ich haben das gerade erst probiert. Flo, weißt du das noch? Ich weiß das gerade nicht mehr. Wonach schmeckte das noch? So ein bisschen Radieschen, so ein bisschen, ach, das war so ein komischer Mix. Übrigens hier die Geschichte, ne? Letztes Mal hat jemand was hier zu den Blüten gesagt. Die Blüten kommen hier vom Rosettenchicorée. Das sind Blüten vom Rosettenchicorée. Das ist nicht die Pflanze, die da beschrieben wurde. Und in den Kommentaren haben sich ein paar Menschen weitergeholfen, aber da irrt ihr euch, bin ich mir sicher, dass das jetzt alles vom Rosettenchicorée kommt. Genauso wie die Blüten hier von den Radieschen. So, nehme ich hier noch Blüten mit? Nein, das wäre für einen Transport, der ein bisschen sanfter ist. Da wäre es sinnvoll. Was hatte ich denn jetzt? Drei Blätter, ein bisschen mehr nehme ich noch mit. Da ist noch eins. Oh, ich habe gerade was entdeckt. Seht ihr das? Guck mal. Da. Die Esse, oh geilo, guckt euch die an, richtig schön. Also ich musste mir die letzte Zeit alle reifen Erdbeeren, also die wirklich so schön waren wie diese hier, die wurden alle weggefuttert, allesamt. Das Problem kenne ich ja schon aus den letzten Jahren, da wird nicht so viel übrig gelassen. Umso mehr freut man sich dann über eine Tomate, wollte ich schon sagen, Erdbeere, die dann doch noch irgendwie zu einem findet. Ja, und die sieht auch noch schön aus, die kann ich mir noch teilen. Richtig gut. So, das stelle ich mal hier ab. Ups, nicht umkippen. Hier sieht es derweil so aus. Ja, guck, ich kann euch doch noch die ersten Tomatchen zeigen. Die sind da. Es müsste auch die Andenhorn sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, und unter der Diesel verstecken sich hier noch Radieschen. Die dürfen aber ziemlich klein sein. Ja, die sind eigentlich länger. Die nehmen wir einmal mit. Kann ich da noch reingucken? Sehe ich da noch mehr? Ne, die wachsen alle noch. Hier hinter gibt es noch eine Reihe, da lohnt sich das auf jeden Fall. Muss ich euch aber mal ein bisschen, das kriegt ihr nicht raus. Bom. Auch noch so klein. Ich habe die ganz klein erwischt, daneben gegriffen. Verdammt. Nochmal. Also ich sehe da auf jeden Fall große. Vielleicht muss ich hier mal mit dem Fuß rein. Guck mal. Der hat schon. Ja, anscheinend sind die diesmal klein. Vielleicht ist das auch wieder so eine Kreuzung, die nicht lang werden will. Ich nehme mal alles mit. Übrigens, die Blätter sind auch benutzbar, deswegen insgesamt trotzdem eine gute Ernte.
auch wenn da jetzt noch nichts dran war. So, ich muss mal ein bisschen Luft holen. Guck mal, wie schön das aussieht. Der Flo hat hier ein bisschen Gras und so rausgeholt und ein paar Disteln, die zu viel waren. Auch wenn das natürlich eine schöne Sache ist, das muss man schon so ein bisschen eindämmen. Da hängt ja noch eine. Also, hier ist so das. Ne, die ist noch nicht fertig. Mal gucken, ob sie mir lassen. Überall auf jeden Fall welche zwischen. Ich könnte Löwenzahn noch mitnehmen. Nee, finde ich jetzt nicht so attraktiv. So, hier haben wir nochmal Gartenmelde. Könnt ihr sehen, wie schön das nachwächst. Bei der Geschichte hier. Ich glaube, das könnten wir gebrauchen fürs Kochen. Ganz dezent. Dann mache ich mal hier so ein Ding ab. So. Also man kann die Pflanzen definitiv sanfter behandeln als ich. Ich knipse jetzt echt unten immer mit den Fingernägeln durch, obwohl da auch nicht viel dran ist eigentlich hier. Ja, geht. Ach, deswegen habe ich wahrscheinlich das Problem. Ja, Ringelblumen und so. Ich weiß wohl, Blüten kann man essen. Möchte das jetzt aber nicht ausdünnen. Das ist mir für die Insekten wichtiger. Ach, guck mal, was ich hier getan hat. Bekommt ihr nur nicht weiter zu sehen. Ich denke nämlich nur hier durch, um nochmal zu gucken, ob hier irgendwas noch zu finden ist. Es geht jetzt wirklich um diesen Tag, das spontane Gefühl nach bestimmten Essen. Ich könnte eigentlich auch noch hier was mitnehmen. Hier die ganze Geschichte, wo auch die Blüten dran sind. Nee, das ist auf jeden Fall hier vom Rosettenchicorée. Hier sieht man das auch sehr deutlich, das lange Stück. Der Beweis, das ist Rosettenchicorée, der blüht so schön. Ja, wenn man mal machen lässt, gibt es immer Überraschungen. Ich habe euch das gesagt. So, hier gibt es nicht mehr zu sehen. Habt ihr schon wieder zu viel gesehen? Übrigens, kann mir das jemand bestätigen? Ich habe recherchiert zur Brennnessel. Da hatte jemand Sorge. Ich hatte nämlich Begehung am letzten Wochenende meines Gartens vom Vorstand. Das allererste Mal. Ich hatte auch ganz große Angst vor. Nicht, weil ich irgendwas verbrochen habe, sondern weil die Gegebenheiten sich so geändert haben, dass es mich voll treffen könnte. Das war nun glücklicherweise nicht der Fall. Es war auch ratzfatz durch. Aber Brennnessel war ein Thema. Und nach meiner Recherche ist vor dem Herbst ist das Saatgut der Brennnessel noch nicht reif. Das heißt, jetzt die ganze Zeit kann noch nichts passieren, dass sie sich jetzt hier ausnahmen oder so. Ich weiß aber auch, dass sie sich über Wurzel vermehrt. Das habe ich so erlesen. Und was habe ich noch rausgefunden? Also generell war immer im Hinterkopf, dass das bei den Brennnesseln was ganz Besonderes ist und irgendwie ein bisschen anders läuft als woanders. Haha, ich habe noch Erbsen gefunden, die mich anlächeln. 1, 2. Die nehmen wir auch noch mit. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich den Korb gelassen habe. Ach ja, da drüben. So, und gibt es da noch was zu sehen? Keyhole-Beet gibt es jede Menge zu sehen, aber nicht jetzt. Das war anders dran. Hier noch was zwischen? Nein, nicht so wichtig. Ja, wilde Karde. Übrigens, wilde Karde, super Tipp unter den Kommentaren. Setzt euch wilde Karden in den Garten, denn da gibt es immer Plätzchen, wo Wasser ist. Da ist super, aber finde ich noch nicht ausreichend, also nicht mit einer. Oh, das macht sich auch schön hier. So, ich verfall schon wieder einen Gartenrundgang, das lasse ich jetzt mal sein. So. Oh, es gibt... Oh! Okay, krass, das kriege ich ja gar nicht auf die Kette jetzt. Guckt euch das an, das zeige ich euch, weil es echt gerade so reingeflogen kam. Jetzt merke ich gerade wieder, ist die Linse dreckig? Ja, schon wieder dreckig. Ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden. Guckt mal, wie viele Blüten hier dran sind. Wow, das hatte ich noch nie. Und ich hatte ja schon ordentlich. Die müsste auch jetzt im zweiten, dritten Jahr sein. Wenn das so richtig ist, vielleicht ist sie auch an der gleichen Stelle einfach nur ausgesamt. Aber das ist ja mal, hier ist schon fast 2 Meter hoch. Wunderschön, wunderschön. Ach, das sind so die Überraschungen, das ist einfach nur herrlich. So, die zwei kommen nochmal da rein. Und ich muss mir Gedanken machen, was ich noch so mitnehme. Und zwar weiß ich, dass ich nichts weiß, das ist das eine. Aber, wo sind sie denn hin? Schon alle abgerissen. Ach nee, das war eine andere Stelle. Da tingeln wir mal zusammen hin. So. Man sieht, dass ich Begehung hatte, oder? Und zwar, hier haben wir Girsch. Und die kleinen frühen Blätter, die sind dann nochmal kleiner. Da steckt richtig Power drin. Vitamin C ohne Ende. Da stinkt eine Zitrone ab bei. Hier sind so richtig frische Triebe. So was wünsche ich mir. Das ist so das Optimale, was ich mir wünsche. Für den Geschmack, es schmeckt karottig. Also mitnehmen, unbedingt. Also Girsch nicht nur in die Unkrautecke schieben. So, beim Brennnesseln sieht das so auch
auch so aus, dass man die wunderbar essen kann. Da steckt richtig was drin. Und ja, ist aber nicht Thema gerade. Oh, das riecht richtig toll. So, hier ist meine Außenküche. Hier gibt es nicht wirklich was zu ernten. Ich könnte hier noch irgendwie Salat ernten. Das ist aber auch noch eine Geschichte, die kann man lassen. Also nochmal für die Geschichte, die ich gerade vorhin erzählt habe, als ich den Kopfsalat dann, oh, ich den Kopfsalat geerntet habe, war einfach die Tatsache, dass ich im Hinterkopf hatte, zu Hause eine Pflanze, die in der Blüte war, geerntet zu haben. Und dafür schicke ich euch nochmal das Foto rein, damit ihr auch seht, wovon ich rede. Eine Riesenportion Salat, guckt euch das mal an. Also eine Pflanze, wenn man sie in die Blüte schickt oder wenn sie in die Blüte gegangen ist, kann man das noch positiv für sich nutzen. Da muss man gar nicht früh ernten oder so. Ja, so viel dazu. Ja, wo gehen wir nochmal weiter? Hier ist ja überall Aussaat, da könnte ich noch Saatgut gewinnen vom Postelein. Das lasse ich auch mal in Ruhe. Ich habe jetzt hier vorne gar nicht mehr so viel. Blutampfer lasse ich weg, weil da muss man aufpassen, wenn man mit Herzen und sowas hat. Geht gerade nicht so. Können ein, zwei Blätter mit reintun für mich. Aber das, nee. So, weiter geht's. Jetzt bin ich doch am Überlegen, Beifuß mitzunehmen. Nö. Ich bin schon ganz zufrieden, muss ich sagen. Guck doch mal. So sieht das derweil aus. Man darf nicht vergessen, ich habe einen kleinen Rucksack. Und ich kriege auch nicht alles aus meinem Garten für die Geschichtchen zum Essen. Übrigens da die Nachtkerzen werden auch wunderbar erntbar. Ach, und da fällt mir was ein. Jetzt will ich was ausprobieren. Jetzt will ich was ausprobieren. Was Neues, was ich noch nicht benutzt habe. Und zwar gibt es diese berühmte grüne Soße. Und es gibt eine ganz bestimmte Zutat, die man da reinmachen muss. Sie wächst bei mir im Garten. Ist auch jetzt nicht selten oder so. Ja, und diese Zutat, ich weiß noch nicht, wie die schmeckt, wenn man die in Salat tut oder wie auch immer. Ist auf jeden Fall eine Geschichte. Ja, ich zeige euch einfach, wovon ich rede. Und zwar seht ihr das hier überall. Wir haben hier die Pimpinelle, hier auch. Schatten, Schatten, ich weiß, das machen wir jetzt so. Aber da kann ich doch mal ein bisschen was mitnehmen, ne? Wenn das hier schon so attraktiv guckt. Und da das was Witziges ist, brauche ich auch gar nicht so viel. Den nehme ich mit. Ja, von hier ist ein bisschen, aber ich, das war doch schon mal. Ach, hier sind die Großen. Guck mal, das ist doch ein richtig schönes Stück. Da, ein schönes Pflänzchen, auch total spannend angelegt. Ich weiß jetzt gar nicht, was der richtige Begriff ist, aber ich kann es euch zeigen. Die Natur hat ja in vielfältiger Weise unglaublich was auf dem Kasten, auch wenn man das mathematisch, physikalisch betrachtet. Und ein gutes Beispiel, bei dem waren wir gerade schon, ist die wilde Karde. Und die wilde Karde, da ist sie nochmal. Die etwas ganz Spezielles, was man sehen kann, müsste man sehen können. Und zwar, wenn man das von oben betrachtet, muss man kurz gucken, dass ich euch das mittig raufkriege, gar nicht so einfach. So, ja, er will nicht so wirklich, weil der Wind da so hin und her. Aber es geht darum, wie von der Mitte die Pflanzen aufgebaut sind, dass das so eine Spirale nach außen ist. Ich glaube, das heißt Mariachi-Folge oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da gibt es auf jeden Fall unendlich Stoff im Internet für. Ich habe es ja nicht so mit Namen. Aber eine total spannende Sache. Ich kenne das auch von hier, von den Tannenzapfen und so. Die haben auch so ein Muster, wenn man von oben rauf guckt. Oder, ach, völlig egal. Was war das noch? Dieser Wurz, der mir heute angeboten hat. E-Mail hat mich erreicht, habe ich gelesen. Wie hieß denn dieses Wurzding noch? Dachwurz? Also auch so hier hier die Lotusblüte zum Beispiel hat das auch und so weiter und so fort. Und so regelt die Natur das im Grunde genommen überall. Und diese Muster und die Sachen gibt es überall zu entdecken und zu erkennen. Unfassbar, was in der Natur steckt, auch an Antworten für einen. Ja. So, ach so, Thema Brennnessel. Also wenn da jemand Ahnung hat, weil ich es gerade wieder sehe, wenn jemand Ahnung hat von Brennnessel und wirklich so weit sagen kann, hier, ne, so sahen sie sich aus und Saatgut ist wirklich im Herbst, November, glaube ich, habe ich sogar gelesen, dann so ausgeprägt, also dass es samenreif ist. Ja, keine Ahnung, wie sich das schimpft. Ich bin ja nur, ich bin kein Fachmann. Also verzeiht mir meine Wortwahl manchmal. Ja, aber bei dem würde mich das interessieren, wenn ihr da noch Wissen habt, immer her damit. Ich kann es mir natürlich auch selber irgendwie aneignen, aber ich mache das ganz gerne, weil gerade auch unter den Videos so ein Kommentarfluss entsteht, wo die Menschen sich gegenseitig weiterhelfen. Übrigens, in den letzten Videos kamen auch speziell Fragen bei Problemen. Die Gudrun Meier, einmal da gucken, die hat ganz viele Probleme mit Schnecken. Wenn einer Tipps hat, immer raus damit.
Dann hatte jemand anders noch Probleme. Also guck da mal rein, da gibt es noch ein paar offene Kommentare, wo ich nicht weiterhelfen konnte. Ja, übrigens, das war ein gutes Thema. Irgendwas war doch hier hinten. Genau darum ging das nochmal. Und zwar hier hat sich irgend so ein Petersilien-Ding gekreuzt. Das hier schmeckt nach Petersilie. Sieht aber irgendwie nicht aus wie Blattpetersilie und auch nicht wie Krause. Nehme ich nämlich auch nochmal mit. Wie gekreuzt zwischen Krause und Blatt. Kann das sein oder ist das eine ganz eigene Sorte? Auf jeden Fall ist das Petersilie. Echt spannend. Wenn es anders ist, dürft ihr mir wieder gerne widersprechen, aber Flo und ich sind uns da schon ganz sicher. Und wenn man die Struktur anguckt, ist das irgendwie ein Mix aus beiden Pflanzen. Deswegen behaupte ich das. So, wo ist denn der Korb hin? Da. Oh je. Hart verpeilt. Ich brauche echt dringend Kopfruhe. Ach so, hier, bevor ihr das auf das Video bezieht, ich habe da auch ab und zu Kommentare. Wir warten auf dich, mach dir keinen Stress. Hier ist noch so ein dickes Ding. Die da. So, jetzt wurde ich einmal kurz am Gartenzaun unterbrochen, aber Besuch ist mir immer ganz lieb. So freundlicher wie dieser auf jeden Fall. Ja, in der Hinsicht, so ein Austausch im Gartenzaun, das erhält dann nochmal das Gemüt. Deswegen kurzer Sprung von dort nach hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich war. Ich habe, glaube ich, die Erbsen dann nochmal irgendwie ins Körbchen gelegt. Und irgendwo wollte ich noch hin, ne? Verdammt, das ist schon wieder rausgebracht. Nee, aber ich habe im Hinterkopf noch etwas, was nicht weg will. Und zwar habe ich jetzt auch die Zeit gefunden mit den Tagen, euch zu antworten. Erstmal der Community-Post, den übrigens anscheinend ganz viele nicht mitgekriegt haben. Gibt auch keinen Bezug quasi zu meinem Video. Guckt da auch mal drunter, habe ich dir das einmal verlinkt. Ich habe da auch nichts von, dass ihr da drauf geht. Mir geht es wirklich um den kausalen Zusammenhang, also wie alles so war. Weil viele Menschen gar nicht verstehen können, warum ich dann und dann wieder gut drauf bin, etc. pp. Ich sehe noch mehr Erbsen. Ich liebe einfach Erbsen. Ich komme da nicht dran vorbei. Die offenbaren sich mir gerade alle. Hä? Hier war ich doch vorhin schon ernten. Guck mal, wieso sind jetzt hier. Die sind gerade nachgewachsen. Zack. Das ist noch ein bisschen dünner. Kann noch. Auch fertig. Oh nein, die habe ich zerbrochen. Macht nichts. Hier auch noch. Habe ich wohl übersehen, weil ich von oben runter geguckt habe. So, ich glaube, im Großen und Ganzen kann ich zufrieden sein. Für euch noch ein kleiner Rundblick, wie es gerade aussieht. Ich habe auch ein ganz schönes Video gedreht. Achso, jetzt wurde ich schon wieder unterbrochen, ne? Also, das geht ja gar nicht. Also ich habe die Kommentare komplett beantwortet. Also wer da noch mal guckt, wird das Antwort von mir finden. Und auch unter dem Video, unter dem, also mit dem ich mich dann danach gemeldet habe. Übrigens, mein Antrieb kam halt daraus, dass ich gerade eine frische, positive Hoffnung mitgenommen habe. Und dann ging das hier auch direkt los mit dem Video. Und darüber hinaus habe ich mitgekriegt, dass sich viele richtig ernsthaft Sorgen gemacht haben, auch begründet. Aber ich wollte dann so ein bisschen, vor allem weil die Schmerzen runtergehen, das war nicht mehr auszuhalten, also voll Schmerzmittel und nichts hat mehr gewirkt. Ja, auch danke dafür die ganzen Tipps und Kommentare, die mich erreicht haben. Wünsche, Würdigung, Anteilnahme, ganz viel Liebe da draußen und das hat mir ganz viel gegeben. Und ja, tolle Community. Ich freue mich über euch. Ihr seid toll. Ja. Gut. Ich glaube, wir sind durch. Achso, der Porri soll noch mit. Nehmen wir den noch mit? Nehme ich euch mit, den Porri mitzunehmen? Ja, hier. Da haben wir ihn. Ich habe mein Stativ von Grad. Supi gut. Nehmen wir die Gans mit oder lassen wir den blühen? Ach, könnte eigentlich gut rein da. In dem Essen, was ich gerade mache. Guck mal, jetzt kriegt ihr schon ein bisschen geluscht, was hier so reingekommen ist. Aber. Also eigentlich wollte ich dich den blühen lassen. Das geht ja nicht. Na, ich lasse den noch. Der darf blühen. Tut mir leid, kann ich nicht mitnehmen. Ja, so sieht's aus. Gut. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich würde mich natürlich freuen, jeden von euch da draußen wieder nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Das wäre echt wundervoll. Und auch alle, die so ganz frisch auf meinem Kanal sind. Bei mir herrscht nicht nur das Drama, vor allen Dingen.
Stimmt auch so nicht, auch wenn ich das öfter kommentiert kriege dann. Die Leute wollen das dann nicht hören, wenn es mir schlecht geht. Aber von meinem Kanal gibt es Hoch und Tiefs und das gehört zu mir, das gehört zu uns Menschen, dass es nicht nur die Friede, Freude, Eierkuchenseite ist im Leben. Und ich habe nicht vor, mich irgendwie zu verstellen oder sonst was. Ich halte schon ganz viel fern von euch da draußen, weil ich weiß, wir brauchen positive Videos, positive Impressionen, Dinge, die uns gut tun. Das versuche ich über meine Videos zu vermitteln in Form von Achtsamkeit und Achtsamkeit der Natur gegenüber, der Natur wieder begegnen. Ich habe die Linse nicht sauber gemacht, ich sehe das gerade. Oh, ich hoffe, das Video ist was geworden. Ja, ab und zu vergesse ich das so. Schluck. Was steckte mir da ein Kloß im Hals? Ja, also das versuche ich zu vermitteln und vor allen Dingen für alle, die krankheitsbedingt einige Sachen an der Backe haben. Da bin ich das Beispiel, ein Beispiel dafür, auch wenn viele mich aufgrund der negativen Sachen noch gerne in eine andere Schublade schicken. Weiß der Großteil da draußen, jetzt kommt auch noch hinten Zug, weiß der Großteil da draußen auch, was ich so an Handicaps ein bisschen mit mir schleppe. Ich habe da noch so eine Hand drüber, ist auch komplex und viel, ich kann mich nicht erklären, auch wenn sich viele von euch da draußen wünschen, irgendwie Antworten zu kriegen auf bestimmte Sachen. Wenn ich das mache, dann seht ihr mich nicht wieder, dann ist Schluss, denn das kann ich einfach nicht. Also das ist meine Grenze, ich habe nichts zu verbergen in dem Sinne, falls das irgendwie jemand denkt, sondern die Vorkommnisse sind so, was dann auf mich eingeschissen kommt, sorry für die Wortwahl, dessen bin ich nicht mehr, also das kann ich dann nicht mehr, das kann ich einfach nicht mehr, das ist einfach Schluss und das möchte ich nicht und deswegen bleibe ich bei dem und für die Leute, die es interessiert, habe ich soweit, ich weiß, es ist irgendwie immer kryptisch, soweit offenbart, was los ist, aber wer so die Vergangenheit ein bisschen verfolgt hat, wo man noch frei reden konnte, da habe ich ein bisschen mehr rausrücken lassen, aber jetzt ist die Zeit vorbei. Ja, so sieht das aus, ich bleibe trotzdem beim Positiven, ich bin gerade in diesem Moment auch einigermaßen gut drauf. Und nehme den Schwung dann gleich mit für die Aufgaben, die gleich noch vor mir liegen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Morgen gibt es wahrscheinlich dieses Video online, sprich am Donnerstag habe ich es gedreht. Vielleicht kommt es auch später, es kommt immer auf meine Energien an. Aber jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe zu sagen. Ich mache die Videos gerne, sie tun mir gut, die tun euch gut. Das ist halt auch was fürs Allgemeinwohl und deswegen gehe ich da auch dann auf und mache das dann auch. Das sind gute Phasen. Und ich brauche davon keine Pause. Wenn ich eine Pause brauche, wenn es so ist und sein sollte, habe ich auch in der Vergangenheit schon, dann mache ich das auch. Und wenn ich auch in der Pause dann wieder Bock und einen guten Flow kriege, dann kommen wieder Videos, obwohl ich gesagt habe, Pause. Also es funktioniert gar nicht nach Termin bei mir, sondern ja auf eine Art, wie ich halt funktioniere, wie es bei mir halt läuft. Ja. So, danke fürs Zusehen bis hierhin. Echt vielen Dank für eure Geduld, euer Mitgefühl etc. Ich habe es ja schon gesagt, ich will nicht nochmal abschweifen. Danke und bis zum nächsten Mal, euer Lars. Ich bin jetzt raus und tschüss. Übrigens hier, der geilste Gaul überhaupt. 10 Euro, macht so Spaß, richtig Laune. Und ich habe auch noch ein paar Teile zu Hause, damit ich das ein bisschen aufhübschen kann. Also das ist noch ein Ding, das braucht trotzdem Liebe. Es ist noch viel Rost dran am Vorderrad an den Speichen, aber... Das macht richtig Laune. Vielleicht mache ich da. Habt ihr mal Bock, sowas zu sehen, wie ich sowas angehe und ein bisschen restauriere? Weil ich wollte mich damit früher mal selbstständig machen. Hatte auch schon Aufkleber gedruckt und alles und hatte auch einen genauen Plan. Und dann hat sich das aber zerschossen, weil für mich aus der Position nachher nicht zu wuppen ist und lässt sich auch kein Geld verdienen, alte Räder wieder schier zu machen. Da brennt mein Herz eigentlich für. Das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber bei dem möchte ich noch mal ein bisschen Liebe reinstecken. Und ja, so sieht es aus. So, ein bisschen nochmal abgeschweift, jetzt bin ich aber wirklich raus und weg.